Na gut, dann hallo und herzlich willkommen zu Fallout 3. Ich bin noch am überlegen, auf welchen Spiel ich jetzt gerade anfange. Ich glaube, man kann es im Spiel immer umstellen. Von daher glaube ich, werden wir wirklich auf sehr schwer anfangen. Wenn es zu krass ist, dann werden wir das irgendwann noch ändern. Set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart, I have but one desire. And that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Be clean. I don't set the world on fire. Ausgestattet laufen wir hoffentlich da später auch draußen rum. War. War never changes. Since the dawn of humankind, when our ancestors first discovered the killing power of rock and bone, blood has been spilled in the name of everything, from God, to justice, to simple psychotic rage. In the year 2077, after millennia of armed conflict, the destructive nature of man could sustain itself no longer. The world was plunged into an abyss of nuclear fire and radiation. But it was not, as some had predicted, the end of the world. Instead, the apocalypse was simply the prologue to another bloody chapter of human history. For man had succeeded in destroying the world, but war, war never changes. Sehr richtig. In the early days, thousands were spared the horrors of the Holocaust by taking refuge in enormous underground shelters known as vaults. But when they emerged, they had only the hell of the wastes to greet them. All except those in Vault 101. For on that fateful day, when fire rained from the sky, the giant steel door of Vault 101 slid closed and never reopened. It was here you were born. It is here you will die. Because in Vault 101, no one ever enters and no one ever leaves. Ja, das werden wir noch sehen. Einige sehen das zerstörte Brachland. Ich sehe viel Loot. Ich spiele das Spiel wirklich gerade zum ersten Mal. Ich habe allerdings den Anfang schon mal gesehen. Und mit Anfang meine ich so die ersten 10 Stunden. Are you a boy or a girl? We are a boy.
It's a boy. A boy. We've got a son, Catherine. A beautiful, healthy baby boy. Oh, James. We did it. A son. Our beautiful son. You've got a bright future ahead of you, son. I'm sure of it. Look at you. Look at you. Hi there. I'm your daddy, little guy. Daddy. You're going to need a name, aren't you? Your mother and I have been talking. What do you think about... Na, dann nehmen wir nochmal den gleichen Namen, den wir auch in den letzten Spielen hatten. Dann sind wir John McBeam. That's a good name, don't you think? Fits you perfectly. Looks like they've finished the gene projection. Let's see what you'll look like when you're all grown up. Ja, ist halt immer, das finde ich irgendwie immer schwierig, so Charakterstellung. Ich glaube, ich nehme ganz nach 15 Caucasic. Und dann um einen komischen Preset. Die sehen halt auch alle nicht so super krass aus. Und ich bin sowieso jemand, der relativ früh allen möglichen Scheiß aufsetzt, den er findet. Das heißt, wir werden relativ früh irgendwie einen Hut haben, eine Sonnenbrille, so ein Tuch irgendwie vorm Mund. Und von daher werden wir von uns nicht viel sehen. Jetzt einmal irgend so einen mittellanghaarigen Typen. Aber einfach randomize. Ach, ich glaube, wir nehmen den jetzt einfach so. Passt. Wir werden, wie gesagt, nicht viel von dem sehen. Wollen wir noch einen bärtig. Wollen wir noch bärtig machen? Eigentlich ist es auf jeden Fall unrealistisch, dass man in Wasted rumläuft und komplett glatt rasiert ist. Man wird es nicht schaffen, irgendwie da sich jeden Tag ordentlich zu rasieren. Hey, William! Ja, genau der richtige Zeitpunkt. Ich hoffe, am Sound passt alles. Also wenn du irgendwie merkst, dass es sehr asynchron ist oder so, dann... Ich hatte da ja in letzter Zeit so einige Probleme mit dem Xbox-Sound. Doom Rider. Das ist relativ hoch, 15 Uhr. Wobei man eigentlich echt struppig aussehen müsste im Wasteland. Halt eigentlich so der Klischee-Hobo. Ja, ich glaube, ich nehme es jetzt einfach, weil wie gesagt, es ist nicht so wild. Wir werden relativ früh irgendeinen verrückten Helm haben. You're going to look a lot like your dad. Ja, der See Arme. That, Catherine? Oh, very strapping. It's a big world out there, son, full of all sorts of people. What about you? What kind of person are you going to be? Das wird jetzt auf jeden Fall schwieriger. Catherine? James. Catherine! She's in cardiac arrest. Start compressions. James. Get the baby out of here. Move! 1,000. 1,000. Come on. Hang on, Catherine. Hang on. Okay? Just remember one thing. We need a doctor, not a deadbeat. This one's on the house. Fail to meet my expectations and there will be no repercussions. James and his cheery chatter. Don't rush straight into the light. Our boys and listen to my feel. Just like us. Something you could use to down here. Come on over here, son. Come on. Walk to daddy. So, ich muss auf jeden Fall erst nochmal in der Steuerung was umstellen, weil die Dinger sind invertiert. Will ich auf jeden Fall nicht. Just a little further. I'm Alpha and Omega, the beginning and the end. Give on to him. You can do it. Bla bla. 26, okay. Over here. Ach, mit Y können wir springen. Ach, cool. Come to daddy. You can make it. Ach ne, können wir schon mal gegen
wirklich hinschmeißen? Ah. Aha. Come to Daddy. Just a little further. Das Kind mit der schwebenden Rassel. Auf was spielst du? Xbox One, das ist aber nur die 360-Version. Ich weiß auch, glaube, es gibt auch keine Xbox One-Version. There you go. Hat aber nur den Grund, dass ich die Version dafür habe und die PC-Version habe ich nicht. Already walking like a pro. Your mother would have been so proud. Listen, kiddo, I know you don't like it when Daddy leaves you alone, but I need you to take care of yourself for a minute. You just stay here while Daddy runs to his office. You'll be okay, pal. I'll be back in a bit. Wir springen natürlich gleich wieder zurück. Genau, you're special. S is for strength, and that means I am strong. I can carry more toys and swing stuff all day long. Ich spiele immer so den typischen Nerd-Charakter, was leider dann auch dazu führt, dass man wenig Zeugs durch die Gegend schleppen kann. Aber ich bin so wie, ich spiele sowieso immer jemanden, der selten im Nahkampf irgendwie zuhaut, von daher brauchen wir da echt nicht so viele. Mach erstmal zwei, mal gucken. P is for perception, a long funny word. It means what I tasted, smelled and saw and heard. Ich glaube, Perception war auch, wie viele man von diesen Action Points irgendwie bekommt und so. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wah, wah. E is for endurance and that's how long I can play. I'm always really healthy and have energy all day. Ja, ich glaube, Endurance brauchen wir auch gar nicht mal so viel. Das ist wirklich nur, wie viele Hit Points man hat, ne? Sollte man jetzt auch nicht zu wenig machen. Ich glaube, das passt. C is for charisma. It's why people think I'm great. I make my friends all laugh and smile and never want to hate. Ja, Charisma will ich auf jeden Fall auch, weil ich immer die Leute bequatschen will. I is for intelligence. It means I'm really smart. I use my brain for lots of stuff like science, math and art. Das will ich eigentlich immer relativ viel haben, weil wir für Hacking und so ein Zeug. A is for agility, that's how I get around. I move real fast and easy, I never make a sound. Ja, das ist dann nicht nur Schleichen und so, sondern das ist auch, ja, wie viele Punkte man irgendwie verbrät und so. Achso, das andere war für Treffergenauigkeit, ne? Perception ist eher Treffer und so. Und wann die Gegner irgendwie mitkriegen, dass man da ist oder irgendwie so. Bin mir nicht sicher, ich schmeiß gerade ein paar Sachen durcheinander. Und Agility ist, glaube ich, mehr, wie viele Punkte man hat und so, die man dann ausgeben kann. L is for luck and it's simple, you see. It means what good things always happen to me. Da findet man, glaube ich, auch mehr Zeugs und so. Ich glaube, da. Ich habe die letzten Male bei Fallout ja immer ein bisschen in die Scheiße gegriffen, weil ich immer relativ wenig Punkte auf Glück hatte, weil ich immer dachte, ja, nicht so wichtig. Ich glaube, diesmal nehmen wir relativ viel Glück. Kinderreimer. Ja. Da weiß man, was man hat. Ja, die Frage ist so ein bisschen, passt das? Wollen wir noch was ändern? Ich glaube, bei manchen bestimmten Sachen, so bestimmten Würfen und so, oder um bestimmte Leute zu überzeugen, da ist halt ein Wert von 8 echt wichtig. Also ich glaube, oft ist so, okay, wenn du sehr gut bist, dann hast du einen zusätzlichen Weg und der sehr gut Weg ist halt oft auf 8. Von daher bin ich echt am Überlegen, ob wir noch irgendeinen Wert verringern, um auch Charisma noch auf 8 zu bringen. Ich glaube halt, das wird echt beschwerlich, wenn wir Stärke nur 1 nehmen. Und es wird auch echt beschwerlich, wenn wir Endurance nur 3 nehmen. Perception vielleicht runter auf 6. Wobei man bei Charisma am ehesten, glaube ich, irgendwie eine Brille findet, die einen Punkt gibt oder so. Charisma und klug passt. Wobei ich dann fast nur überlegen bin, ob ich Perception auf 8 haben will, weil es ist auch manchmal so, dass man dann irgendwas untersucht und dann bei Perception einen hohen Wert, dann fällt einem halt irgendwie noch was auf oder so. Ich will eigentlich auch nirgendwo einen Punkt weggehen. Aber auch Perception ist ein Wert, wo man vielleicht noch einen Punkt dazu kriegt. Ich glaube, wir nehmen das jetzt so.
All done. Okay, links irgendwie rattert das hier durch, was wir alles machen müssen. Das nicht. Papi! You are quite the little explorer, aren't you? Serves me right for trying to pin you in. Come on over here. I want to show you something. See that? It was your mother's favorite passage. It's from the Bible. Revelation 21:6. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. She always loved that. All right, come on. Let's go see if your little friend Amada wants to play. Wie im echten Leben. Eine Brille und charismatisch. Wir hier direkt noch irgendwas mitnehmen. Aber wir sind ein Jahr alt. Ich glaube nicht, dass wir viel machen können. Ich habe, wie gesagt, den Anfang schon mal gesehen, aber ich kann mich da auch da kaum erinnern. Alles hier voll dreckig und er lässt das einjährige Kind einfach nur so hinter sich herkrabbeln. Okay, dann sind wir jetzt 10. Stanley, you turned the lights on too fast. You blinded the poor kid. Happy birthday! Can you believe it? He is growing up so fast. Happy birthday, pal. I can't believe you're already 10. I'm so proud of you. If only your mother... Congratulations, young man. I don't have to tell you how special this day is, do I? Down here in Vault 101, when you turn 10, well, you're ready to take on your first official Vault responsibilities. Jetzt die erste Aufgabe. So here you are. As overseer, I hereby present to you your very own Pip-Boy 3000. Get used to it. Sehr cool. You'll be getting your first work assignment tomorrow. Enjoy your party. You're only 10 once, so have fun. Happy birthday! We really surprised you, didn't we? Your dad was afraid you were onto us. But I told him not to worry. You're so easy to fool. Was? Wir sind doch voll clever. I just pretended not to know. Ja, aber wir lügen die jetzt nicht an. Scheint ja irgendwie eine Freundin zu sein. Ja, großartige Party. Vielen Dank. You're welcome. But really, your dad did most of it. I just helped with the decorations and stuff. Hey, I bet you can't guess what I got you for your birthday. Go on, guess. Was wollen wir raten, was sie für uns hat? A date with Christine Kendall? Ja, ich weiß es nicht. Ha! I knew I surprised you. Who's your favorite barbarian? That's right, Grognak. Issue 14. And with no missing pages. I found this in a box of my father's old things. Believe it or not. Imagine him reading comic books. I guess everybody was 10 once. Well, I better let you get back to mingling with your guests. We'll talk later, okay? Happy birthday. Happy birthday. So, dann gucken wir uns das nämlich hier gleich mal an. Hier sind nochmal unsere Werte. Ich würde nochmal gucken, genau wofür das ist. Ah, auch Lockpick, Energiewaffen. Die normalen Waffen nicht. Small Guns. Vielleicht hätten wir echt mehr Agility nehmen sollen, weil Small Guns wird so das hauptsächliche Ding sein, was wir benutzen. Wobei ich selten bisher mit Energiewaffen gespielt habe. Vielleicht sollten wir mal mehr Energiewaffen benutzen. Ja, die Skills sind irgendwie... Ach stimmt, die kann man gar nicht verteilen. Die sind nur dadurch jetzt erstmal festgelegt. Perks haben wir noch keine. Genau, dann gucken wir uns mal das Grognak-Ding an, was wir haben. Das ist der Suit. Wir können auch mal nackig rumlaufen. Vielleicht besser nicht. Ah, genau, das Ding können wir verbrauchen. Wir haben es jetzt aufgegessen und sind dadurch
Haben plus 1 auf Nahkampfwaffen bekommen. Ah, Radio gibt's hier. Man, you got a pit boy. I wish I was 10. Hey, thanks for inviting me. Really cool party and everything. Paul. I know that, Butch and I give you a hard time, but you don't take that seriously, right? Anyway, happy birthday and everything. I better get back to, you know. Versuch mir mal irgendwie die Namen zu merken, weil die tauchen ja später dann alle nochmal auf, wenn ich ein bisschen älter bin, glaube ich. Happy birthday, Sonny. Why don't you introduce us to your new best friend? Ja, jetzt hier die ganzen Gläser mit dem und so ist wahrscheinlich Quatsch. Ich mach die Musik mal erstmal wieder aus. So wie die Leute, die dann immer mit irgendwie auf dem Handy irgendwie Musik anmachen und dann durch die Gegend drin. So, abhauen können wir nicht. Es ist schließlich unsere Geburtstagsfeier. Happy birthday. I hope you appreciate the effort Amara put into this party. She really seems to like you, for some reason. Ist sie Overs hier? Ist es dann nicht quasi der Höchste in so einem Vault? Of course she likes me. I'm a really charming guy. Don't presume too much on her friendship, young man. I'm still the overseer, and I'm still in charge of this vault and everyone in it. Ja. Der ist so der Wichtigste. Und der kommt auf meine Geburtstagsfeier. Gibt's hier nicht so viele Leute einfach? Are you having a nice party? 10 years old. My, my, my. Seems like only yesterday that your daddy came. Goodness, listen to me ramble. You're waiting for your present, aren't you? Ach, der Chef ist der Vater von Amata. Such a nice, polite young man you are. Don't ever lose your gift to speaking your mind so directly. We could use more of that down here. Here you go. A nice sweet roll that I baked for you just this morning. And it's all for you. You're the birthday boy. No sharing required today. Ich glaube, es stellt aber auch nur ein paar HP her. Sehr gut. Perfekt. I'm hungry. And that stupid robot destroyed the cake. Give me that sweet roll you got from old lady Palmer. Ich brauche das ganz ehrlich nicht, ich kann ja ihm entweder geben. Diplomatisch sind wir aber trotzdem das irgendwie zu teilen, ne? How about we share it? What are you, 5? Give me that sweet roll, I'm gonna pound you. Ja, von wegen, ey. Wenn er so ankommt, dann nicht. Mal draufspucken und ihm den geben. Ugh, I don't want your nerd cooties. You're gonna be sorry you did that. We'll see how tough you are later when the grown-ups aren't around. Oh, no. Naja, der wird uns auf jeden Fall. This party's pretty good, I guess, for a little kid. Balloons, party hats. Not as cool as my party though. Remember how my dad got Andy to do magic tricks, and we all played Hunt the Mutant in the atrium? Oh right, you weren't invited to my party. Too bad, man. It was really fun. Beschwert sich hier, dass es aussieht wie ein Kindergeburtstag mit irgendwie Luftballons und hat dann irgendwie so einen komischen Kindermagier da an seiner Geburtstagsfeier. Okay, also hier sitzen die Arschlöcher, die alle nur eingeladen sind, weil es eben dann. Just ignore him. Ja, aber ihn jetzt verpetzen ist irgendwie auch blöd. Ja, ist mir nicht egal. I know. He thinks he's so tough. One of these days we'll figure out a way to get him back, okay? Come on, Wally. You always have good ideas. Daddy, I told you not to act yeah, all official. I got one. I know. Having a good time? It wasn't easy keeping this a secret. Now go on. I'm sure everyone else would like a chance to talk to the birthday boy. Papi trinkt hier mit seinem Kumpel eine Milch auf meinem Geburtstag. How do you like that pit boy, son? Fit all right and everything?
As a matter of fact, I did. I'm glad you like it. Some may think the A-series a bit basic, but I've always preferred them for their reliability. Ja, ich mag die auch total gerne, von daher. Don't mention it. Dankeschön. Oh, yes, I almost forgot. Happy birthday. Not much, but I hope you like it. Kids Baseball Cap. Na, siehst du, da haben wir schon die erste Kopfbedeckung. Plus 5 Nahkampfwaffen, ja gut. I am mortified about the cake. Simply mortified. Hey, happy birthday, Nosebleed. Ja, ich glaube, wir sind irgendwie durch, oder? Happy birthday, Sonny. Happy birthday. Thanks for coming, Stanley. I know you were busy with the water purifier. Jonas? Everything's fine, I hope. Oh, sure, nothing to worry about. Me and Andy got her all fixed up again last night. Goodness me. I wasn't worried. If you're so smart, anything, right? Why don't you suggest anyway, something? I'm glad. Hey, that was Jonas on the intercom. He and I have been cooking up a little surprise present. Jonas is waiting for you downstairs on the reactor level. Go ahead. I don't think anyone will mind if you slip out for a few minutes. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Wir bekommen nämlich unsere erste Waffe. Insgesamt ist es ja so ein bisschen ein Tutorial und so ein bisschen Bau deinen Charakter. Happy birthday, dearie. My goodness. I hope I didn't miss the party. Can I have my present now? Nee, wir sind mal nicht so eine unverschämte Göre. They sure did. My, my. 10 years old already? Why, I can remember helping your dad change your diapers. And now look at you. Na gut, das a man great big nicht hören grown-up 10-year-old with your very own Pip-Boy. Since this was such a special occasion, do you know what I did? I wrote you a poem. Just for you. I hope you like it. Und ein Gedicht ist auch wirklich nicht das geilste Geschenk für einen 10-Jährigen. Ich kann mir vorstellen, dass ich echt so unverschämt wäre, aber ich glaube, ich sage jetzt einfach, dass ich es ganz toll finde. Of course. Run along now, dearie, and have yourself a wonderful birthday. Oh, I like that. So. Kriegen wir das denn? Das ist hier unter Misk? Nee. Ah, hier ist es. Grey Walls, Impenetrable Steel, Suffocation, Condemnation. Klingt wie ein Song von Papa Roach. Little Hands Groping in Subterranean Uncertainty. Mommy? Daddy? Am I dead? Nay, nay. Reborn into purifying fluorescence. A face emerges strong and male. Father to me? Father to all. Overseeing our lives, our eternities. Harnish of discipline. Harnish of love. Obedience, my savior. Lava to Pupa, Pupa to Worker. Lava to Pupa, Pupa to... I don't know. Buzz Buzz, one with a steel honeycomb. 10 lives within the 101, significant at last. The gray seeps from walls to hear, to hair to soul. Then eternal slumber, the sweet sleep of incineration. Boah. Weiß jetzt nicht, ob das so das... fröhlichste Gedicht war. Wir sind zum Reaktor, ne? What are you doing down here, young man? I thought kids weren't allowed down. Ich hab Geburtstag, geh aus dem Weg. I'm not a kid, I'm 10 years old. Ja, ich habe von Papi gehört, ich darf heute. Hey, relax. I was just teasing. Listen, now that you're 10, you don't have to take guff like that from grown-ups anymore. Got it? Hold on one more minute. I think your dad will want to give you the surprise himself. Von der Larve zur Puppe, von der Puppe zum Arbeiter. Ja, irgendwie war es aber trotzdem, weiß nicht.
Are you ready for your surprise? Ich war, glaube ich, wirklich nur... Ich dachte, Pupa, ich habe das Wort gar nicht erkannt. Ich dachte, vielleicht ist es irgendwie Latein, aber irgendwie tu irgendwas. Naja. Trotzdem kein schönes Gedicht. The Overseer gave you your Pip-Boy, and you're old enough to do some work. So, I figure you're old enough for this. Your own BB gun. It's a little old, but it should work perfectly. Jonas found it down here. It was in pretty rough shape. Took us a good 3 months to find the parts to get it working again. You know how tough it is to find a spring that small? Good thing Butch misplaced that switchblade of his. So, what do you think? Want to give it a try? Wir kriegen nämlich ein Luftgewehr. We sure can't, unless we want the Overseer beating down our door. Jonas and I have found a place, though. Come on. Yeah. Well, what do you think? You can come down here and shoot anytime you want. Whatever, shotgun would have been nice. Nö, nö, wir danken ihm mal. Couldn't have done it without Jonas's help. You make sure to thank him. Okay, da müssen wir dran denken. Wir bedanken uns noch bei Jonas. Genau, und da bekommen wir nämlich dann VATS. Vault Tag Assisted Targeting System. Achso, das ist Ziel wechseln. Was passiert eigentlich, wenn wir hier auf jemand anders schießen? Kriegen wir es dann weggenommen und irgendwie in den Hintern versohlt? Think you can take care of that? Warte mal. With your BB gun? Just. You'll be fine. Der macht einfach gar nichts? Ich hab gespeichert. Okay, passiert nichts. Wir können anscheinend nicht weiter auf ihn schießen. Stop screwing around. Also der beschwert sich nur. Ey! Stop screwing around. You can do this. Na gut. Ich hätte gedacht, dass irgendwas richtig Schlimmes passiert. Entweder, dass ich irgendwie in, weiß nicht, Jugendknast komme oder... Dass einfach nur ganz, dass es keine richtige Reaktion dafür gibt, sondern dass sie einfach nur, halt wie bei einem Dorfbewohner oder so, den du anschießt, dass einfach dann alle gegen dich sind oder so. Good work. That's one less rat roach to deal with. Okay. Let's get a picture together. Capture the moment. Hey, Jonas, get a picture of me with the big game hunter. Big game hunter. Smile. Boys and girls have different parts.